So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Erstmal Sendekasse Erneuerung Boxtopper, weil wir hatten im Laden einen rumfliegen. Gucken wir uns den erstmal an, bevor wir zum eigentlichen Stachel kommen. Blub, bewegte Schlammloch, jawoll, Fettschland, nice. So, kommen wir zum eigentlichen Highlight für mich. Secret Lair, ihr wisst alle, ich liebe Secret Lairs, die besten Produkte der Welt, nicht. Gerade mit der Kontroverse, die sie jetzt aktuell haben, mit diesem ganzen Walking Dead themed Secret Lair, es ist richtig bad gemacht worden und meine Meinung dazu ist auch überhaupt nicht gut, sondern sehr, sehr negativ und deswegen halte ich mich damit relativ zurück, weil das geht gar nicht. Gucken wir uns lieber was anderes an, was meiner Meinung nach überhaupt nicht geht, aber eine ganz lustige Geschichte hat. Und zwar Secret Lair. After great deliberation, we have complified and remastered the greatest Magic the Gathering cards of all time ever. Das ist Secret Lair davon. Es ist die Fool's Edition, die zum 1. April rauskommen sollte und die so gehypt wurde von den Leuten, dass die jetzt tatsächlich als Secret Lair Drop rausgekommen ist. Deshalb gucken wir uns mal an, was denn die großartigsten, tollsten und besten Karten der Welt sind. Na, komm. So, offen. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ja, Secret Lair, wie immer, in diesen weißen Boxen, danach in schwarzen Boxen mit diesem komischen Wrapper drumherum. Oh ja, ich sehe es schon. Oh, großartig. Großartig. Secret Lair, Wizard of the Coast presents the After Great. Ja, genau dasselbe nochmal. Of all time ever. Ja, da bin ich mal. Ja. Interessanterweise, hier fehlt eine Karte, die ursprünglich da drin war. Gucken wir uns mal an, was wir hier so haben. Secret Lair Box. Oh mein Gott. Stormcrow, wichtige Frage für mich. Jawohl, da ist auch so ein Teil drin. Das machen wir nachher. Ja, gucken wir uns die Karten an. Wir haben zwar erst ganz oben drauf eine Stormcrow. So. Fun Fact dazu. Stormcrow gilt als Wortspiel als eine der mächtigsten Magic-Karten der Welt. Oh, bin ich in die Kamera gekommen. Weil die Karte ist blau. Wunderschönes Foiling, by the way. Echt schön. Ich leg die mal hier beiseite. Echt schön. Naja, die Karte ist blau und jede Karte, die blau ist, ist super mächtig, weil man kann sie zu Force of Will pitchen. Das ist die Story, warum Stormcrow eine gute Karte ist. Dann haben wir Goblin Snowman, okay. Der sieht richtig hot aus. 4 Mana 1-1, immer wenn der blockt, verhindere allen Kampfschaden, der ihm zugefügt würde oder von ihm zugefügt würde. Und tappen, er fügt einen Schaden an einer Kreatur, die blockt zu. Ich weiß gar nicht, ob das eine reale Karte ist. Ich meine, es ist eine reale Karte, sie hat einen schwarzen Rand, aber ja, von der Qualität her sind die relativ stabil. Also, ich bin begeistert. Husatz, warum funktioniert das hier bei so einem April-Scherz, aber nicht bei richtigen Sekulärs? Und das Mudhole, ja, es fehlt, der ist Agent Squire. Also der 2-Mana-2-2er vom Board. Ja, Mudhole. Mudhole, 3 Mana, Target Player exiles all land from their graveyard instant. Auch hier, ich habe keine Ahnung, ob das eine reale Karte ist. Aber sie ist hübsch. Wobei die noch nicht ganz so hübsch ist wie die anderen beiden. So, deshalb haben wir jetzt nur 3 Stück. Deshalb gehen wir dann direkt mal zu unserer Karte on the bottom. Unsere Karte on the bottom ist, wow. Tibalt Fiendblooded mit einem weißen Rand. Ich habe keine Ahnung, warum ein weißer Rand. Aber das ist eine reale Karte. 2 Mana, 2 Marken. Plus 1, zieh eine Karte, wirf eine Karte random ab. Minus 4, fügt er 4 Schaden zu. Und minus 6 kriegt man Kreaturen. Warum hat der einen weißen Rand? Was zur Hölle? Und er ist nicht voll. Non-foil white border? Hä? Vor allem, das sieht richtig hässlich aus mit diesem New Border, Horizon Border. Wow, okay. Ja, das ist das Secret Lair, was eigentlich zum 1. April rauskommen sollte. Dann aber nicht rausgekommen ist, weil es nur ein April-Scherz war und ja, jetzt an Händler ausgegeben wurde. Und deshalb durfte ich das aufmachen im Namen von meinem Laden. Ja, was habe ich sonst zu dem Produkt zu sagen? Ich finde, qualitativ ist das verdammt gut. Die Box ist verdammt gut, die ist stabil, die ist besser als die sonst. Die Karten sind vom Foiling her besser als sonst. Sie sind nicht gecurlt, also nicht wirklich. Sie sind qualitativ besser. Warum geht das dabei? Warum geht das nicht bei den normalen Secret Lairs? So viel dazu. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackset. Ciao, ciao.